Hallo ihr Lieben, wir waren zu Ostern 2024 im Campingpark Eisenach in Wilhelmsthal zu Gast und den möchte ich euch heute gerne einmal vorstellen. Schon bei der Zufahrt gibt es die Möglichkeit für einen kurzen Zwischenstopp, einen Platz vor der Schranke zu nutzen. Nach längerem Regen könnte es dort jedoch etwas matschig sein. Der Campingplatz bietet Platz für 50 Wohnwagen oder Wohnmobile, 30 Plätze für Zelte und 80 Plätze für Dauercamper. Er ist das ganze Jahr geöffnet und sehr ruhig gelegen. Im weiteren Verlauf der Zufahrt gibt es noch Parkplätze, die man entweder zum Check-in oder als Gast des Restaurants nutzen kann. Noch vor der Schranke findet ihr auf der linken Seite eine kleine Hütte, wo Campinggäste ihre Mülltüten hinbringen können. Der Müll wird ohne Sortierung insgesamt nur als Restmüll entsorgt. Einzig für Glas und Papier gibt es extra Behälter. Anschließend kommen noch einmal ein paar Parkplätze für Gäste und dann die Einfahrt und die Rezeption. Gleich hinter der Rezeption kommen die ersten Touristenplätze. Dort kommt ihr auch auf einen Weg, der um den Altenberger See herumführt. Auch kommt ihr dort zu einigen Dauerstellplätzen. Auf diese gehen wir aber dieses Mal nicht genauer ein. Der vordere Weg am See entlang ist ein Weg, der von jedem genutzt werden darf, auch für Nicht-Campinggäste. So kommen dort auch Wanderer, Radfahrer oder Gäste des Restaurants entlang. Links des Weges folgen dann weitere Stellplätze für kleinere Camper oder Wohnwagen. Die Wiese am See kann von Campern mit Zelten genutzt werden. Der Badestrand ein paar Meter weiter, hinter dem Bootsverleih, ist ausschließlich den Gästen des Campingplatzes vorenthalten. Gegenüber findet ihr den Minimarkt, welcher zu unserer Zeit jedoch noch geschlossen war. Ebenfalls gibt es einen Platz für Beachvolleyball und Tischtennis. Einzig ein kleiner Abenteuerspielplatz für die kleinen Gäste wäre vielleicht für die Zukunft noch wünschenswert. Rechts neben dem Markt führt dann ein etwas steilerer Weg hoch zu weiteren Touristenstellplätzen. Ein Weg links rein führt euch dann zum Spülraum. Dort findet ihr auch eine Waschmaschine und einen Trockner, die ihr gegen eine Gebühr nutzen könnt. Nebenan befindet sich noch eine Sauna. Die Schlüssel dazu gibt's an der Rezeption. Rechts vom Weg gelangt ihr dann zum Sanitärgebäude. Im vorderen Eingang kommt ihr zu den Duschräumen für Herren und Damen. Die Duschkabinen sind standardmäßig aufgebaut und verfügen über einen kleinen Vorraum mit Ablage für eure Sachen oder zum Hinsetzen. Zum Duschen benötigt ihr den Schlüssel für die Schranke, welcher mit einem Guthaben bei der Anreise aufgeladen wird. Aber ihr könnt auch die Waschplätze mit dem Waschbecken benutzen oder eben auch die Einzelwaschkabine. Alles macht einen sehr gepflegten Eindruck. Links am Sanitärgebäude kommt ihr zu den Toiletten. Auch diese sind standardmäßig aufgebaut und waren während unseres Aufenthaltes sauber gehalten. Rechts neben dem Sanitärgebäude habt ihr die Möglichkeit, euer Wohnmobil mit Frischwasser vollzutanken oder euer Grauwasser abzulassen. Außerdem ist dort der Entsorgungsschacht für eure Chemietoilette. Für diesen benötigt ihr ebenfalls den Schrankenschlüssel, um die Toilette auszuspülen. Wenn ihr den Weg weiter hochfahrt, kommt ihr zum Restaurant Seeblick, welches auch Nicht-Campinggäste nutzen können. Auch Hunde sind dort willkommen. Das Restaurant verfügt auch über eine Terrasse für wärmere Zeiten. Am Restaurant vorbei kommt ihr zu weiteren Touristenstellplätzen. Diese Plätze sind geschottert und recht eben. Neben unserem Stellplatz führt ein Weg zum Mini-Fußballplatz und zum Wald direkt hinter dem Campingplatz.
Die Stellplätze sind parzelliert. Vereinzelt gibt es einen Frischwasseranschluss an den Plätzen, welcher von jedem genutzt werden kann. Alle Plätze verfügen über einen Stromanschluss. Die Kosten für Wasser und Strom sind in den Stellplatzgebühren inklusive. Wir haben Ostern 2024 für den Stellplatz inklusive zwei Erwachsenen, einen Hund und den Energiekosten 35 Euro pro Nacht bezahlt. Am oberen Ende des Platzes befinden sich noch einige Bungalows, die aber nicht zur Vermietung, sondern zu den Dauercampern gehören, was wir aber nicht als nachteilig empfunden haben. Den Weg entlang und am Ende des Weges sind dann aber auch noch weitere Stellplätze für Urlauber. Auf dem gesamten Platz gibt es immer wieder Wege, die vom Platz runterführen. Diese sind super geeignet, um schnell mal mit dem Hund zu gehen oder um eine Wanderung in die Umgebung zu starten. Vielleicht möchtet ihr euch ja mal die Wartburg in Eisenach anschauen. Wir zum Beispiel waren unterwegs in der Drachenschlucht, der Landgrafenschlucht oder auch mal im Miniatur bei Rula, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Durch Vorlage der Gästekarte, die ihr vom Campingplatz bekommt, gibt es die ein oder andere Ermäßigung. Es gibt auf jeden Fall einiges in der Umgebung zu entdecken. Im Sommer lädt der Altenberger See direkt am Platz zum Baden oder zum Verweilen ein. Schaut einfach mal vorbei beim Campingpark Eisenach in Wilhelmsthal. Vielleicht ist das ja mal euer nächstes Reiseziel. Wir wünschen euch dabei eine erholsame Zeit und viel Spaß beim Entdecken. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Katie stellt den Stellplatz vor. Bis dahin, ciao, ciao!